In diesem Fotovideo stelle ich euch von Dürr den Jib, den Dürr 1900A und den 1900C. A steht für Aluminium, C für Carbon, und zwar den Kamerakran vor, also JB 1900, C für Carbon und A für Aluminium. Ich habe mir hier die Aluminium-Variante nicht aufgebaut, das ist die Carbon-Variante. Und sind also identisch. Und alles, was ich jetzt hier erkläre und sage, unterscheidet sich im Endeffekt eigentlich nur von dem Gewicht selbst, was wir hier haben. Und ja, ich fange einfach mal an mit den ganzen Detailaufnahmen und werde ein paar Sachen hier zu dem Kran einfach mal so vorstellen. Dieser Kran ist für Kamerafahrten gedacht, also wo die Kamera in der Senkrechten bleiben kann. Und wir haben hier unten die Befestigung, die also hier auf dem Stativ befestigt ist. Empfiehlt sich auf jeden Fall, hier noch so eine Nivellierbasis drunter zu machen, falls die Aufnahmefläche von dem Stativ, was ihr habt, das nicht mitbringt. Dann kann man das Ganze auch ein bisschen besser befestigen. Das Schöne ist, wir haben hier so eine kleine Einteilung auch hier rundherum in Gradzahlen. Das ist eigentlich sehr interessant, wenn man zum Beispiel jetzt, wenn man einen Film dreht und einen gewissen Ausschnitt gewählt hat, dann ist man nicht immer darauf angewiesen, wenn man die Aufnahme vorher probt, dass man jetzt also immer auf den Kameramonitor guckt. Dann kann man da so auch gucken, zum Beispiel, wenn jetzt der Protagonist einfach so von rechts nach links geht, dass man einfach dann halt eben sagt, okay, bis zu dem Punkt, meinetwegen jetzt hier von 30 bis 0 Grad, also laut der Anzeige, die hier ist. Und dann kann man also hier einfach mitschwenken, muss dann nur gucken, dass der also einigermaßen dann hier auch im Fokus ist und kann einfach mitgehen und sagen, okay, und dann hört der Schwenk auf bei 0 Grad oder er wird Richtung 0 Grad einfach dann etwas langsamer, fängt also dynamisch an und wird zum Schluss halt eben einfach weniger. Und an dem Punkt soll der jetzt halt eben dann einfach aus dem Bild laufen. Dafür ist es eigentlich eine ganz, ganz nette Geschichte. An der Seite hier haben wir dann noch so eine kleine Flügelschraube und die sorgt dafür, dass wir natürlich hier dann auch diese Drehung dann fixieren können. Das heißt, wenn ich die festgedreht habe, dann kann ich jetzt hier den Kamerakran auch gar nicht mehr um die eigene Achse bewegen. Das Ganze geht natürlich dann um 360 Grad, wenn ich die Schraube einfach wieder öffne. Wenn vorne an dem Kran jetzt natürlich eine Kamera drauf ist, also ein Gewicht, auf der Vorderseite ist natürlich ganz klar, da muss man auch hinten ein bisschen aufpassen, dass das einfach jetzt nicht vorne dann einfach so zu Boden semmelt, wenn das Gewicht darauf kommt. Darum werden jetzt hier an der Rückseite dann einfach diese Kiloschrauben angebracht. Zwei Kiloschrauben sind hier im Lieferumfang enthalten. Und was ich sehr schön finde, was mir sehr gut gefällt, ist einfach die Tatsache, dass sie das so integriert haben, dass man die also hier einfach über ein Gewinde einfach dann abschrauben kann. Der Kollege hat es gerade draufgeschraubt, hat das sehr festgemacht. Oh, ich versuche die mal eben zu lösen. Das ist eigentlich auch eine ganz gute Sache, ne, wenn die so fest drauf zu machen sind. Ihr seht also hier, die kann man einfach abmachen. Das ist ein Gewinde auf der Rückseite drauf. Und der Vorteil daran ist einfach, dass die Gewichtsscheiben fest mit dem Rohr verbunden sind. Es hat den großen Vorteil, dass es eine Einheit ist. Es gibt Kamerakräne dieser Art, die also hier hinten dann praktisch nur so einen Haken haben, der hier ist. Und da kann man dann zum Beispiel jetzt hier über so eine Art, das ist wie so ein Bodensack, so eine Tasche, Nylon-Tasche, wo dann praktisch diese Gewichtsscheiben einfach reingemacht werden. Und dann kann man diese Schraube auf dieser Achse dann verstellen. Das tut natürlich auch seinen Sinn und Zweck. Das Problem ist nur, in dem Augenblick, wo ich dann hier den Kamerakram schwenke, also von oben nach unten zum Beispiel, dann wackelt das einfach, ne? Dann wackelt das immer hin und her. Oder wenn ich jetzt zum Beispiel hier einfach eine Drehung mache, muss man die Schraube dazu lösen, dann habe ich natürlich das Problem bei dieser Bewegung, dass also jetzt dann hier dieser Gewichtssack, wenn man das so nennen kann, mit den Gewichtsscheiben einfach dann auch hin und her schaukelt. Und das überträgt sich natürlich dann auch hier auf die Aufnahme beziehungsweise auf dieses normale Rohr, was wir hier haben. Das ist ja wie ein Stativrohr auch. Und hier haben wir praktisch zwei Möglichkeiten, dass wir noch sagen können, wenn wir jetzt mit diesen beiden Gewichtsscheiben nicht auskommen, dann können wir hingehen im Notfall und können hier vorne über diesen Haken zum Beispiel jetzt nochmal einfach einen Fotorucksack einhängen, um dann hier auch nochmal eine zusätzliche Stabilisierung dann vornehmen zu können. Diese Schraube hier oben an der Seite an sich, diese Klemme, die sorgt dann noch dafür, dass man hier auf dieser Achse dann auch nochmal einfach das Ganze verstellen kann. Die ist übrigens natürlich auch noch weiter ausfahrbar, ne? Also das ist jetzt hier nur für die Videoaufnahme, damit ihr alles im Bild seht. Hier mal ganz eingefahren, also hier habe ich dann einfach noch so eine Führungsschiene und da kann ich dann hier einfach das Gewicht auch nochmal dann drauf hin und her bewegen. Wenn wir jetzt schon bei dieser Schiene sind, bleiben wir mal ganz kurz eben drauf, hier haben wir eine Markierung drauf und das bedeutet natürlich auch wiederum, dass ihr wisst, wenn ihr bei einem gewissen Abstand mit einem gewissen Equipment vorne auf der Kamera selber auch drauf ganz genau wisst, entweder mit den beiden Kiloscheiben, die hier hinten sind oder halt eben mit den Kiloscheiben plus ein imaginäres Gewicht auf der Vorderseite, dann muss ich bei der und der Kamera kommen, wie zum Beispiel dieses Gewicht immer noch hier auf 10 Zentimeter nochmal einstellen. Kann das dann hier fixieren. Das heißt, das ist reproduzierbar und ich kann beim Neuaufbau, wenn ich dann meinetwegen jetzt zu einer anderen Location fahre, mit demselben Set aufnehmen möchte, das Ganze einfach dann wieder praktisch dann einfach auf Null stellen, von vorne anfangen und muss jetzt nicht einfach dann wieder die ganze Zeit alles neu austarieren. An der Seite haben wir dann hier von diesen beiden Elementen, also hier die beiden Mittelstreben, wo dann die Stangen auch drin
Verschraubt sind jeweils an jeder Seite zwei von diesen Kunststoffschrauben, diese Flügelschrauben. Die sind dafür gedacht, dass man hier so ein bisschen die, ja, ich nenne das mal einfach Friktion einstellen kann, also für den Neigemechanismus, damit das nicht einfach zu locker geht. Und dadurch wird dann praktisch hier die Schwere eingestellt. Dann haben wir hier noch eine 3/8 Zoll Gewindebohrung und unten eine 1/4, die habe ich auch gerade belegt. Die haben wir hier auf beiden Seiten. Also man sehen kann, hier auf der anderen Seite sind die also auch, ne, aber hier oben, aber hier unten. Und die sind dafür gedacht, hier noch zum Beispiel jetzt in Form eines Gelenkarms, den ich jetzt hier angebracht habe, ist auch ein optionales Zubehörteil, dass man da jetzt noch einen Monitor dran machen kann oder vielleicht eine Lichtquelle oder Mikrofon. Einfach nochmal einfach hier, um die vier Plätze zu belegen mit irgendwelchem Zubehör, was da angemacht werden kann, was man zum Filmen einfach dann noch so braucht. Jetzt haben wir hier die einzelnen Segmente, die man ausfahren kann. Also das ist praktisch wie bei einem Stativ, auch mit den Stativbeinen. Das heißt, man kann hier also einfach jetzt die Segmente aufschrauben und dann dementsprechend hier den Abstand verkürzen bzw. den Kran dann verlängern oder ausziehen. Das ist also hier ganz gut zu sehen. Und wenn man das dann richtig hier zusammen macht, hat man auch ein sehr kleinen Kran und wird einfach dann wieder hier mit den Elementen ja wieder fest verbunden. Ich kann also auch hingehen und zum Beispiel jetzt nur das vordere Segment einfach ausziehen und natürlich auch ganz wichtig, das werde ich aber gleich nochmal richtig dann zeigen, je nachdem, was ich hier für einen Winkel eingestellt habe, das Neigungsverhalten von dem Kran. Also ihr könnt ja schon mal sehen, wenn ich jetzt hier das Ganze einfach parallel ausgerichtet habe, dass ich das so einstellen kann, dass die Ebene der Aufnahme also immer gleich bleibt beim Rauf- und Runterschwenken. Oder ich fixiere mit der Einstellung irgendeinen imaginären Punkt und je nachdem, wo ich dann hingehe, dann bleibt auch einfach der Punkt dann fixiert. Das mache ich dann hier mit dem Einstellen der Abstände und dafür benötige ich dann hier diese Segmentbeine. Auf der Vorderseite hier haben wir natürlich logischerweise dann die Aufnahmestation, wo dann die Kamera mit der Schnellwechselplatte, die wir hier haben, auch drauf kommt. Ne? Die sieht so aus, werde ich auch gleich mal kurz was zu sagen. Da haben wir natürlich auch einen Sicherheitsmechanismus, der dafür sorgt, dass also jetzt hier mit vollem Equipment, wenn ich jetzt die Kamera wechseln möchte, die Schnellwechselplatte einfach rausfallen kann und dann alles zu Boden semmelt. Dafür muss ich dann hier mit dieser Stopptaste, mit dieser Sicherungstaste dann einfach, wenn ich gedrückt halte, das Ganze entriegeln und dann kann ich hier auch einfach die Schnellwechselplatte dann einfach rausnehmen. Darüber hinaus haben wir dann hier an den verschiedenen Stellen dann ganz viele Libellen, Wasserwagen, um dann auch alles richtig einstellen zu können, wenn es dann auch wirklich ganz genau sein soll. Wenn ihr euch jetzt schon gefragt haben solltet, gerade eben, warum, was das für ein komisches Ding hier vorne dran ist, da ne, an der Schneewechselplatte, das ist nicht so wie beim Eismann, für die riesen Monster-Eiscreme-Kugel, macht ja eh keinen Sinn, ne, kann man ja durchgucken. Das ist nochmal so eine Schale, die man abnehmen kann, also wen sie stört, der kann sie natürlich abmachen, um hier einen Videokopf drauf machen zu können, also einen Videoneiger. Das heißt, in der Regel, das ist ja ein Produkt, was sich eigentlich mehr so an Filmer richtet, also Videografen und so weiter. Und die haben ja vielleicht in der Regel schon mal ein richtiges, echtes Videostativ, wo jetzt so ein Videoneiger drauf ist. Und die würden das gern diesen Kamerageigen einfach dafür benutzen, dass man also praktisch da oben, wo man normalerweise jetzt die Schnellwechselplatte dran macht, dass man da oben aber auch noch irgendwie einen Videoneiger dran machen kann, um zum Beispiel bei einer fixen Aufnahme, wenn ich den Videoneiger jetzt so eingestellt habe, dass er einfach jetzt so bleiben sollte und ich würde jetzt ganz gern weiterfilmen mit dem Komfort von einem Kugelneiger, dann kann ich also jetzt hier in dieser Schale vorne meinen Neiger, den ich also von meinem Videostativ abgemacht habe, oben einfach einsetzen und von unten dann hier dementsprechend dann wieder festschrauben. Ich mache das mal live vor der Kamera. Das ist jetzt hier auch mein erster Versuch, habe das noch gar nicht ausprobiert. Und tja, jetzt weiß man auch, wo das herkommt, ne? Mit dem sich winden. Kann schon mal was dauern. So, jetzt habe ich hier diesen Neiger, kann den also jetzt hier auch einfach lösen und fixieren und kann also jetzt hier einfach auch richtig dann diesen Neiger in dem Video, auf dem Videogalgen, so auf dem Kamerageigen einfach benutzen. Ich mache die mal eben kurz fest, damit ihr euch mal auch ein bisschen besseres Bild machen könnt, wie das dann aussieht. Und zwar jetzt hier oben einfach die Platte reinschieben, der Schraube an der Seite fixieren und jetzt, so kann man es sehen, jawohl, ist natürlich jetzt kreuz und quer eingestellt und das kann ich hier hingehen, einfach mit der Schraube unten, wie ich es halt eben auch von dem Videostativ kenne, ganz normal den Videoneiger einfach hier mit dran benutzen. Das ist eigentlich generell eine ganz gute Idee, wenn ihr zum Beispiel jetzt ein Setup habt, was also jetzt nicht so wahnsinnig schwer ist, um das Ganze auch ein bisschen nach vorne runter zu kriegen, um so ein bisschen mehr sanftere Bewegung machen zu können. Mit dem Gewicht ist das aber ganz gut. Dann könnt ihr diesen Videoneiger, wenn ihr ihn denn habt, ne, an einem Videostativ zum Beispiel auch einfach dann hier locker mit verwenden. Das hat schon ein ganz gutes Eigengewicht. Ich habe also jetzt hinten hier zum Beispiel mit den 2 Kilo, die ich drauf habe, da kann ich den zum Beispiel sogar einfach so bewegen und loslassen, ohne dass ich jetzt Angst haben muss, dass er auf und runter geht.
Da macht ihr dann vorne eure Kamera drauf. Hinten wird das Gewicht ein bisschen rausgezogen, weil das Ganze ja vorne wieder ein bisschen schwerer wird. Und dann könnt ihr jetzt hier zum Beispiel einfach auch ganz normal filmen mit dem Bioneiger. Und der Folter liegt auf der Hand, das könnt ihr auch direkt sehen. Wenn ihr jetzt wirklich mal dann in der Situation seid, dass ihr jetzt mit dem Neiger was gefilmt habt, ihr wollt aber jetzt sofort jetzt irgendwie einen Cut machen und jetzt von dieser Position, wo die Kamera gerade steht, nochmal irgendwie was schwenkt machen oder woanders hin die Kamera bewegen, dann könnt ihr jetzt einfach dann den Kran abstellen sozusagen und den Rest macht ihr dann hier einfach mit dem Neiger. Also das ist auch nochmal so ein kleiner Bonus, ganz großartig, habe ich so noch nicht gesehen, bei anderen Herstellern auch älteren Datums, diese Kräne gibt es ja auch schon eine gewisse Zeit lang, das mit dieser Auffangschale vorne für die Videoneiger kenne ich einfach nicht. Das ist eine ziemlich gute Sache. Jetzt werde ich mich mal der verschiedenen Einstellwinkel hier kurz widmen, damit ihr so ganz grob mal eine Übersicht habt, was also hier technisch möglich ist. Die Kamera ist hier oben drauf. Ich habe jetzt extra nichts drauf gemacht. Ich werde auch noch einen kleinen Film machen, wo ich dann mit dem Kran einfach so ein paar Aufnahmen mache, um das alles mal vorzuführen. Aber einfach jetzt mal so als kleine Entscheidungshilfe auch einfach so, um mal zu gucken, ist das überhaupt was für euch, was soll ich damit, eine Kamera kann sich verdrehen und so weiter. Machen wir einfach jetzt mal kurz hier eine kleine Vorführung. Das ist also jetzt die normale Einstellung, das heißt, die Ebene ist also immer 90 Grad direkt, das heißt, mit der Kamera könnt ihr einfach dann geradeaus filmen, also jetzt den Schwenk von oben nach unten machen, einfach gerade runter, das ist dass der Winkel immer gleich bleibt. Wenn ich jetzt hier den Abstand etwas verlängere auf der Oberachse, das also ein bisschen rausnehme, also als Vorführeffekt, und jetzt hier langsam rauf und runter gehe, dann könnt ihr das also so einstellen. Das müsst ihr natürlich immer ganz explizit, ganz genau einstellen, der Winkel, also da ist jetzt keine Einteilung drauf, das muss man ein bisschen mit Gefühl machen, ein bisschen millimetermäßig. Ihr seht aber auch, dass jetzt hier der Winkel, wenn ich rauf und runter gehe, immer, zumindest jetzt bei der Einstellung, fast immer auf dem Punkt bleibt, den ich dann also ausfixiert habe. Das kann auch optisch sehr nett aussehen, müsst ihr euch mal vorstellen, das ist so praktisch wie, wenn man jetzt was fixiert und steht auf, also erhebt sich dann einfach auch und die Augen bleiben dann immer auf dieses Objekt dann einfach gerichtet, aber die Umgebung nach oben hin kommt dann mehr ins Bild rein, wenn man so will, oder halt eben auch andersrum, wenn ich nach unten gehe, dass dann einfach der Ausschnitt oben immer gleich bleibt. Das ist dann die Variante. Und wenn ich jetzt das Gegenteil davon mache, das heißt, ich gehe jetzt einfach hin und verlängere die Achse unten etwas, so, kurz oben wieder fixieren, geht jetzt hier rauf und runter, dann habt ihr praktisch einen gegenteiligen Effekt. Das heißt, ihr bleibt dann einfach auf dem Winkel, der dann oben einfach ein bisschen weiter so eingestellt ist. Die ganzen Elemente, die wir hier haben, ist nicht Stativbein unähnlich, können natürlich ausgezogen werden. Hatte ich ja von Anfang an auch gesagt, ist also hier nach vorne kein Ende. Man kann einfach hier ein bisschen rausziehen, kann das festmachen, kann den Winkel einstellen, den man haben möchte und dann, wie man das vom Stativbein einfach auch gewöhnt ist, geht man einfach hin mit diesen Verschlüssen und kann die dann dementsprechend einfach auch fest fixieren und kann dann hier einfach seine Schwenks und Bewegungen machen. Das war also jetzt hier in diesem Produktfilm der JB1100C für Carbon. Da gibt es dann auch immer in der A-Variante Magnesium. Beide bei uns im Shop. Unter dem Video findet ihr dann einfach einen Link, wenn ihr jetzt hier auf die Infobox reingeht und da drauf klickt. Da könnt ihr euch mal die ganzen technischen Daten nochmal durchlesen. Und wie gesagt, abschließend kann ich nur sagen, es ist ein sehr tolles Produkt. Ich werde auch einen hier behalten. Habe ich mich entschieden. Weiß noch nicht welchen. Carbon muss nicht unbedingt sein, ist ganz nett. Aber von der Funktion sind ja auch beide gleich. Ganz tolles Produkt und sehr hochwertig verarbeitet. Kann dazu nur sagen, ich habe schon mal andere Kräne bzw. Galgen ausprobiert und die haben in der Regel immer das Problem, wenn das Gewicht einfach dann am Maximum ist. Das sind ja also 3,5 Kilo, die ich da vorne drauf machen kann. Das ist schon eine Menge Holz. Großer Camcorder geht da drauf. Dass dann, je nachdem, wenn man also die ganze Länge ausgezogen hat, dass bei der Belastung dann bei dem Senken von oben nach unten einfach die Stabilität der Rohre dann nachgibt. Das heißt, wenn man sich das so vorstellt, dann die versetzen sich dann etwas und dann ist das Ganze nicht mehr gerade. Also wenn man so guckt, das ist Rohr 1, Rohr 2, dann geht das plötzlich auf einmal irgendwie so. Habe ich hier nicht feststellen können. Ist also stabil verarbeitet, ganz viel. Das ist auch sehr wertvoll, weil dann beim Film natürlich auch, es können ja auch nur Millimeter sein, wenn man dann später im Postprozess dann feststellt am Rechner, oh fuck, was ist das denn? Der Horizont immer so ein bisschen schief, da muss nicht sein. Hat ja versprochen, ich werde auf jeden Fall ein Video nachreichen und das auch so schnell wie möglich, damit ihr dann einfach nochmal so ein bisschen die Beispiele dann einfach sehen könnt. Ansonsten könnt ihr auch bei YouTube mal selber nach dem Teil suchen und dann mal gucken, ob da Leute mitgefilmt haben. Das ist in der Regel eigentlich dann immer schon irgendwie so. Für den Effekt kann man sich natürlich auch einfach generell diese Kameragalgenfilme mal anschauen, aber ich werde noch einen nachreichen. Das war's von hier aus. Bis zum nächsten Video sage ich einfach mal Tschüss und ihr könnt mir natürlich gerne einen Daumen da lassen. Bis dann. Ciao.